Ja, hallo und herzlich willkommen heute in Anjas Naturreich. Ich bin hier im wunderschönen Evilpa in Waldeck und möchte euch heute zu Birke mitnehmen. Ich sitze hier an einer wunderschönen, großen, mächtigen, auch schon sehr alten Birke und werde euch einiges darüber erzählen, über ihre Energie, aber auch die Wirkweisen. Und zum Schluss des Videos habe ich auch noch ein schönes Rezept, eine schöne Anleitung für euch, wie ihr die Knospen der Birke jetzt um diese Zeit ganz besonders gut nutzen könnt. Ja, die Birke ist eine sehr jugendlicher und junger Baum. Sie ist so, steht für Verspieltheit, für das kindliche Sein, für Neubeginn. Und auf unseren Körper wirkt sie auch sehr reinigend. Sie entschlackt, sie reinigt das Blut. Und auch bei Rheuma und Gicht zum Beispiel kann sie ganz gute Dienste leisten. Und da kommt auch nochmal dieser energetische Aspekt zum Tragen, denn was passiert denn, wenn wir bei Rheuma und Gicht, es schmerzen unsere Gelenke, wir sind unbeweglich und es gibt da verschiedene Arten, wie sich Rheuma und Gicht zeigen in unserem Körper. Und wenn wir mit der Birke in Resonanz gehen, dann ist das mehr, wo es eine Starre in unserem Leben, wo leben wir nicht mehr dieses Verspielte, dieses Kindliche, die Leichtigkeit. Und das kann sich dann in unserem Körper natürlich festsetzen. Dementsprechend geht die Birke auch an die Harnsäure, also wenn wir übersäuert sind, sie ist sehr basisch, können wir mit Birkentee oder mit Birkensaft da ganz gut gegenwirken und uns natürlich auch mit dieser wunderschönen Energie der Birke verbinden. In der Ernährung ist die Birke, also wenn jetzt dann die Birkenblätter neu sprießen, kann man die Birke wunderbar im Salat mit essen und in jedem Smoothie, in jedem Dip kann und darf das Birkenblatt mit drin sein. Das hat einen leicht bitteren und gerbstoffhaltigen Geschmack, aber dennoch relativ zart für einen Baum. Die Birke symbolisiert auch wirklich diesen Neubeginn, dieses Neugeborenwerden, diese Leichtigkeit und den Neuanfang. Die Birke ist ein uralter Baum und dennoch von der Lebensdauer her sehr jung. Also die Birke wird nicht älter als 120, 130, vielleicht maximal 150 Jahre. Und ist ein Baum, der immer wieder sofort Flächen besiedelt, wenn irgendetwas gerodet wurde oder wenn Brachstellen sind, ist die Birke, aber auch die Eberesche und die Erle sind die ersten Bäume, die das wieder besiedeln. Und so war es nach der Eiszeit auch so, dass die Birke die erste war, die sich da wieder gezeigt hat und die Flächen wieder begrünt hat und wirklich wieder bewaldet hat. Und schon während dieser ganzen Zeit ist die Birke eine sehr wertvolle Begleiterin, denn sie hat, man kann aus ihrer Rinde Dosen machen. Die Rinden der Birke wurden verwendet zum Kanubau zum Beispiel. Und die Birke hat noch einen ganz besonderen Aspekt. Es ist der einzige Baum, der im nassen Zustand tatsächlich brennt. Und so war die Birke immer ein sehr kostbarer und wertvoller Baum, schon seit Urzeiten. Und wir dürfen uns ihrer wohltuenden Kraft und dieser erneuernden Energie auch wieder hingeben und diese nutzen. Um diese Zeit, so im April, je nachdem wie die Witterung ist, zeigen sich diese wunderschönen Knospen der Birke. Und die Knospen können wir in einem ganz speziellen Verfahren anwenden, und zwar in der Gemmotherapie, und dafür stellen wir ein Gemmo-Extrakt her. Jetzt nochmal kurz zu den Knospen. Die Knospen tragen die ganzen Informationen,
der Zellerneuerung, des Neubeginns, also alles, was die Birke ausmacht, tragen diese kleinen, wunderbaren Knospen in sich. Und wenn man sich vorstellt, dass aus diesen Knospen dann sich die Blätter entfalten und diese Fülle dieser Birke erwächst. Also ich finde ja, die Birke ist so der erste Baum, der im Frühjahr so wunderschön sein Grün zeigt. Und das ist alles in diesen Knospen gespeichert. So, und das heißt, wenn wir diese Knospen, und da brauchen wir nicht viele, so eine kleine Handvoll sammeln, können wir die wunderbar zu einem Gemmo-Extrakt weiterverarbeiten. Für das Gemmo-Extrakt brauchst du einen Teil Wasser, einen Teil Alkohol, also 40%igen Alkohol, und einen Teil dieses Bioglycerin, ein pflanzliches Bioglycerin. Das wird gewogen, also du kannst 100 Gramm oder 50 Gramm von jedem nehmen, je nachdem, welche Menge du herstellen möchtest. Dementsprechend eine Menge an Birkenknospen. Am besten nimmst du dir schon ein Gefäß mit, das du befüllen möchtest, also zum Ende mit dem Mazerat. Und da sollte einfach in etwa der Boden gut bedeckt sein mit den Knospen. Die Knospen werden dann ganz fein geschnitten und nochmal gemörsert, damit wirklich diese Zellstoff, diese Zellen gut geteilt oder gut geöffnet sind, und die werden dann in das Glas, also in dein Gefäß gefüllt und darauf dann das Mazerat gegossen. Einfach verschließen, etikettieren und am besten dunkel für circa 4 Wochen, also eine Mondphase, stellen, und danach kannst du das abgießen und in eine dunkle Sprühflasche füllen, und dann verwendet man das einfach wirklich mit einem, es wird einfach einmal in den Mund gesprüht, so ähnlich wie bei der Spagyrik. Und durch das Benetzen der Schleimhäute im Mund geht die Wirkung in den Körper über. Und du merkst schon, also du brauchst bei dieser Art der Anwendung keine riesengroßen Mengen. Also das heißt, man braucht und sollte auch diesen Baum gar nicht so leer pflücken und fegen, sondern einfach wirklich so eine kleine Handvoll reicht von Knospen absolut aus und ist für den normalen Hausgebrauch auch absolut ausreichend. Ja, ich wünsche euch viel Freude mit der Birke, eine wunderschöne und heilsame Begegnung. Und lasst mich auch gern wissen, was eure Hausrezepte, eure Hausmittelchen sind, die ihr noch wisst, die mit der Birke zu tun haben.